Helmut Klehre ist stolz auf das, was hier geschaffen wurde. Es ist sein Zuhause und dafür macht er sich schon einmal stark. Am vergangenen Freitag präsentierte der 65-jährige Vorsitzende des TC Blau-Weiß-Roßlau mit Vereinskollegen, dem Oberbürgermeister und weiteren Offiziellen der Stadt Dessau-Roßlau das neue Vereinsheim des Tennisclubs. Zunächst wollte man nur neue Sanitäranlagen in die ehemalige Vereinsbaracke installieren. Als der Vorschlag vom Sportdirektor der Stadt Ralf Hirsch kam, jedoch gleich Nägel mit Köpfen zu machen und ein neues Domizil zu bauen. Nun präsentiert sich ein neues Gebäude und bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Wir sind sehr stolz darauf, vor allem deshalb, weil es uns gelungen ist, entsprechende Fördermittel, die wir beantragt haben, auch zu bekommen. Denn wir hatten eine Situation, die sich dadurch abzeichnete, dass unsere Sanitärverhältnisse nicht sehr günstig waren, um das vorsichtig auszudrücken. Und wir haben dann in Gesprächen mit dem Sportamt, und hier möchte ich mich ganz besonders auf diesem Wege bedanken, bei Herrn Ralf Hirsch zu bedanken schon mal. Der war der Initiator, der uns eigentlich dazu gebracht hat, uns Gedanken zu machen, nicht nur die Sanitäreinrichtung zu verbessern, sondern gleichzeitig ein neues Heim zu bauen. Und uns hat es sicherlich auch etwas Überwindung gekostet, aber letztlich denke ich mir, wenn alle, die dieses Heim hier sehen, dann betrachtet haben, das hat sich gelohnt, diesen Aufwand. In zahlreichen ehrenamtlichen Aufbaustunden beteiligten sich die Vereinsmitglieder am Neubau. Beachtlich, wenn man weiß, dass von den insgesamt 100 Mitgliedern 60 Kinder und Jugendliche sind. Unterstützung kam von einigen Institutionen. Wir haben geplant rund 142.000 Euro. Die werden wir auch einhalten, plus minus 1.000 Euro. Aber ich denke mal, das ist eine Größenordnung, mit der man bei dieser Größenordnung ohne weiteres leben kann. Für alle, die am Freitag nicht bei der Eröffnung des neu errichteten Vereinsheims dabei sein konnten, bot sich nur einen Tag später das Sommerfest an. Denn dazu waren alle, auch Nicht-Vereinsmitglieder, eingeladen. Der Verein ist sozusagen um eine Attraktion reicher geworden, obwohl er schon so viel zu bieten hat. Wir sind insgesamt, haben wir eine Anlage mit 4 Plätzen. Wir haben zurzeit um die 100 Mitglieder, mal 2, 3 mehr, ein paar weniger. Wir haben insgesamt 8 Mannschaften, die am Punktspielbetrieb in Sachsen-Anhalt teilnehmen. Ja, und natürlich finden noch jährlich verschiedene andere Veranstaltungen statt. Zum Beispiel, dass wir Freundschaftsspiele mit anderen Vereinen, aber im Wesentlichen aus unserer Region, bestreiten. Und die Anlage mit ihren schicken funktionalen Vereinsheimen bietet nun die beste Voraussetzung für diesen schönen Sport.